Seit Wochen äußern die Bürger Unmut über das Hauptpostamt in Bregenz. Zahlreiche Bürger beschwerten sich über zu lange Wartezeiten und zu wenig geöffnete Schalter. Daraufhin betraten wir am Dienstag um 11.47 Uhr das Hauptpostamt und haben uns in die Schlange gestellt. Um 12 Uhr ist es dann endlich soweit. Wir sind nach 13 Minuten endlich an der Reihe. Wie lange haben denn die anderen Kunden gewartet? Also circa eine Viertelstunde und ich wollte nur kurz ein Paket aufgeben und habe jetzt eine Viertelstunde gewartet. Ich habe etwa gewartet, 2-3 Minuten ungefähr. Also ging doch sehr schnell. Ich habe Glück gehabt im Schalter links, den Herrn Gretzner kenne ich von früher, vom Bregenz Vorkloster. Die Leute hatten nicht allzu viel zu erledigen, so kleinere Dinge, 2-3 Frauen von mir. Es ging relativ flüssig mit der Abfertigung. Viertelstunde ungefähr. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Post hier? Na mein Gott, zufrieden. Zufrieden, ja, aber es ist schon sehr oft, wartet man sehr lange. Und das Personal mit der Freundlichkeit, wie zufrieden sind Sie damit? Sehr freundlich. Die andere hat schon Schluss gemacht. 4:05. Ja, 6 sind genau Viertelstunde. Also die Mitarbeiter oder der Mitarbeiter, der mich bedient hat, war sehr freundlich, aber die Wartezeit war schon eher lang. In Bezug auf den Standort so halbwegs. Ich habe aber auch schon Tage erlebt, wo ich hier am Hauptpostamt gut 20 Minuten warten musste. Alle Schalter waren zwar besetzt, aber bei bestem Willen entweder gehen oder 20 Minuten warten. Es ging nicht anders. Ist auch schon passiert. Bis jetzt zweimal, seit man Bregenz Vorkloster geschlossen hat.